Ja, Mensch, schick mir, jetzt sind wir unten angekommen. Es ist ein wenig beengter, die Deckenhöhe ist nicht mehr ganz das, was deine ja, die Schuhe sollten Menschen, ja wirklich, die sollten wirklich, Menschen, würde ich auch nennen. Die sollten ja wirklich nach oben kommen. Das Problem ist halt, wie gesagt, dieses große Auto steht da jetzt drin und dadurch war jetzt kein Platz mehr. Jetzt muss ich halt wieder mir was anderes überlegen. Das ist ja krass, man sieht jetzt hier den ganzen Raum natürlich nicht auf der Kamera, aber nachdem man jetzt weiß, oben über 200 Paare, wie viel hast du hier unten ungefähr? Hier müssten, glaube ich, 400 bis 500 Paar oder sowas sein. Es ist richtig viel los. Und dann eben so, wenn man sich jetzt zu Hause sagt, so hey, ich habe irgendwie 20 Puma-Kartons, ich sehe hier irgendwie auf den ersten Blick schon 50. Also es ist halt echt wahnsinnig. Ja, aber ganz wichtig, es ist halt echt nicht Quantität, sondern es geht hier wirklich ja, das ist jetzt auch ein doof, arrogant klingend vielleicht. Es geht um die Qualität, sagen wir es doch einfach mal so. Hickmann wusste jetzt nicht genau, wo er hin will. Hier ist sehr viel HDM, nein, aber ich meine, Qualität kann man ja auch vielleicht anders definieren. Das Geilste ist ja, ich habe hier auch ganz viele Poster, ne? So alte Poster, so. Zieh mal irgendwas raus da. Ah, ich dachte, das wäre eine Spinne. Es war nur ein Gummi. Ich hatte Angst vor Spinnen. Ja, das hat man gesehen. Möchtest du, ich möchte. Komm, okay, warte. Das war ja geil. So, die Spinne war ein Gummiband. Was ja, aber das hätte auch, also man die Jahre hat aufgelöst hat. Mal sehen, was das ist. Was ist es denn? Atzen. Ein Atzenposter. Ah, das war jetzt auch was. Gruß an die Atzen, aber eigentlich wollte ich hier. Warum habe ich da ein Atzenposter? Hoch. Jetzt kommt gleich irgendein Nacktposter. Wieso habe ich hier Nacktposter? Nein, aber zum Beispiel hier. Hups. Das ist von der Soul Provider, war das, glaube ich, gewesen? Ja, genau. Es gab mal eine Ausstellung in Berlin. Talent. Im Kaufhaus Jahndorf. Da gab es dann halt so ein signiertes Ding. Genau, Soul Provider. Es gab so ein Buch, das habe ich auch noch irgendwo. Und das war dann eine nummerierte Edition von so einem Druck. Was haben wir da noch zum Beispiel? Ich guck erstmal. Ja, guck erstmal, ob dann. Ja, ein altes Jordan-Poster zum Beispiel. Ich glaube, unter den Jordan-Heads. Zwei davon. Ja. Das sind keine Reprints oder sowas. Das sind halt wirklich original alte noch vom 4er Jordan und vom 5er Jordan. Entschuldigung. Wir haben mir nur ein Haar ausgerissen. Also ich habe auch eine Dusche, also kannst danach oder Sterilium oder sowas. Nein, ja, und so weiter und so fort. Da habe ich auch noch, glaube ich, irgendwelche Basing Ape Adidas Poster und sowas alles. Auch so ein Kram. Das Ding ist halt, du brauchst echt eine riesen Bude, um das adäquat im Prinzip darzustellen. Und eine sehr verständnisvolle Frau. Ja, das habe ich. Schatz, du weißt. Was haben wir hier noch so? Ist halt ein bisschen enger hier. Das Ding, den Supra, da haben wir auch mal eine Collab gemacht auf dem Skytop 3. Fand ich ziemlich geil. Dazu gab es ein geiles Display, das durfte ich dann mit nach Hause nehmen. Und da drauf steht? Hier ist eine Unterschrift von Tinker Hatfield. Den durfte ich mal treffen, den Designer auch vom Air Max One. Und von vielen Jordans, die wir so kennen. Ich glaube, Tinker Hatfield muss ich nicht erklären, oder? Dafür, dass er ja doch eine Ikone ist unter den Leuten. War mal aus das war so ein Unlined Air Max One. Mhm. Im Dreier. Elephant Look sozusagen vom Jordan Dreier. Auch in Anlehnung ein bisschen an diese Supreme Dunks. Supreme hatte ja damals so eine Dunks gemacht, die Lows. Ja, was haben wir noch? Also ich habe ja so einige Collabs gemacht mit den Sportartikelherstellern, wie zum Beispiel den Pump Fury von Reebok. Das Lustige ist, weißt du was, ich meine, wenn ich jetzt schon so viele Soulbox-Schuhe zeige, lass uns doch so einen Soulbook vielleicht unter die Leute bringen. Was hältst du davon? Okay, letztes Mal das Reklameschild. Ja, genau. Dieses Mal das Soulbook. Das müssen wir dann einblenden. Hast du eins hier gerade bereit? Müssen wir Katja fragen. Ja, nee, ansonsten, wir blenden es euch ein. Ja. Das ist ein weißes Buch, in dem alles drin ist, was du in deinem Leben bisher mit verschiedensten Sportartikelherstellern gemacht hast, aber auch Stand 2014. Samsonite-Koffer, Bianchi-Fahrrad, Kinderwagen, was war das für einer? Bugaboo. Genau, Bugaboo. Alles drin. Genau. Das sind die Koffer übrigens. Ja, das ist so ein Koffer hier zum Beispiel. Das ist jetzt ein Remover-Koffer mit Soulbox zusammen. Ja, eigentlich hätte ich Designer werden sollen, oder? Vielleicht. Also die Idee dahinter ist ja, das ist ja so ein Polycarbonat-Koffer und der ist oben durchsichtig. Das ist, glaube ich, eine ganz lustige Idee. Macht's beim Zoll schneller. Ja, das ist auch einer, den du an Bord mitnehmen kannst. Das ist so ein Cabin-Trolley, der von der IATA freigegeben ist. Du hast halt dieses Lock, was du für den US-Markt brauchst. Und theoretisch kannst du auch durch die Zollkontrolle gehen und sagen, hey, Bruder, brauchst du nicht auch, man kann durchgucken. Mein ganzes Gras ist alles da drin. Was gibt's hier noch?
sorry, dass ich mich immer euch den Rücken kehre. Saucony, fällt schon alles raus, Saucony, den Jazz OG in einem Colorway, den ich eigentlich vorher ursprünglich auf einem New Balance gemacht hatte, dann auf einem Jazz jetzt von Saucony. Damit hatte das angefangen bei Saucony. Ja, da waren wir auch ziemlich früh dabei gewesen mit Saucony. Ich glaube, da hat auch noch keiner mit Saucony zusammengearbeitet. Das ist hier zum Beispiel, den kennen noch einige Leute, glaube ich, ein Toothpaste. Da war ja auch wieder die Branding-Geschichte, was ich vorhin erzählt hatte. Da habe ich dann eine Niete reingemacht. Eine Niete, die habe ich alle per Hand reingemacht. Ich habe da irgendwie auf meinem Arbeitstisch im Laden so ein Niet-Ding und habe dann jeden einzelnen Schuh wirklich per Hand genietet. Und das bei pro Style waren es ja 200 noch was, also knapp 500 Paar Schuhe auf beiden Seiten zu nieten. Also hast du fast 1000 Nieten machen müssen. Per Hand, Brudi. Einen schönen Abend gehabt, ne? Auf jeden Fall. Was viele nicht wissen, ich habe mal die PR für New Balance gemacht. Also als New Balance noch eine Marke war, die viele Leute, glaube ich, nicht so cool fanden, hatten wir angefangen für die Werbung zu machen oder die PR zu machen, Public Relation, gleichzeitig auch noch so Marketingaktivitäten. Und das habe ich jetzt Dankeschön dann bekommen. For all. Also auf der anderen Seite steht Thank you for all und auf der anderen Seite und hier unten steht dann Made for Soulbox. Echt ein geiler Colorway. Das Blau ist stark. Echt schöner Schuh, generell auch so mit dem Dings. Also ich persönlich finde den sehr, sehr schön. Und das Blau ist echt ein gutes Ding. Auch ein geiler Shape. Ja, geht auch wieder Shape-Polizei. Ziemlich keilförmig. Könnt ihr euer Geodreieck raus und den Winkel nachmessen, der müsste ganz okay sein. Kannst du mir mal den Reebok da geben? Der ist zwar schon ein bisschen runtergelatscht. Achso, den einen New Balance zeige ich dir mal. Ich latsche mir jetzt über meine eigenen Schuhe. Also einmal der New Balance. Kannst du dich erinnern an den einen, den ich dir gezeigt hatte? Das ist tatsächlich, wenn das hier kein Mesh wäre, sondern Leder. Ähnelt dem, oder? Oder ist das jetzt, oder bin ich, lass mich eines Besseren belehren. Könnt ihr entscheiden, ne? Den Schuh, den wir euch im ersten Teil der Hausdurchsuchung bei Hikmet gezeigt haben, könnte der eventuell diesem Schuh hier ähneln. Ihr erinnert euch, grün, da Mesh, hier jetzt halt Suede, aber ja, kommt schon ziemlich nah, ne? Wäre jetzt halt total lustig, wenn es auf den auch irgendwie Soulbox gespielt. Sehr gut. Ja, Lacoste, der Tennis 91. Gucken wir mal hier hin. Der Lacoste Tennis 91. Also ich habe auch mal mit Lacoste einen Schuh gemacht. Ich fand, der sah so ein bisschen aus wie ein Jordan 4er oder sowas. So, mit diesen Plasterantennen hier so dran. Ja. Und habe den im Prinzip so ein Jordan Finish gegeben, indem ich einfach die Zunge auch reflektierend gemacht habe, wie beim Jordan 5er. Das Lustige war, da es ein Tennisschuh ist, habe ich mir gedacht, hey, mache ich den doch komplett aus Frotti, so wie so ein Tennishandtuch. Ne? Genau. Passend dazu gab es dann auch ein Handtuch, ein Soulbox-Handtuch und den Schuh. Aber ich glaube, es gab nur 50 Stück oder 25 Stück weltweit, der Tennis 91 von Lacoste. Ein Boost, geiles Ding, aber ich glaube, Lacoste ist nicht so jedermanns Sache wahrscheinlich, ne? Gab ja zu dem Equipment eine Tasche. Wie so ein Porterbag, so ähnlich. Und was viele nicht wissen, also 2005 kamen ja die ersten Equipments nochmal als Neuauflage raus. Und ich habe es geschafft, die Leute bei Adidas dann so zu überzeugen, dass wir nochmal so ein Ding machen. Also, dass wir die nochmal ins Leben rufen. Das war echt ein Akt gewesen. Das war jetzt, lass mich nicht lügen, 2010. Also vor 5 Jahren habe ich mit Adidas nochmal es geschafft, die Dinger rauszubringen. Das gab aber intern echt Stress, weil das Ding hat ja ein Performance-Logo. Ja. Und einige Brands oder die meisten Brands haben unterschiedliche Divisions. Das heißt, das eine ist Performance, das andere ist Originals, also Lifestyle. Und eigentlich durfte ein Lifestyle-Typ ja gar nicht mit Performance und. War lange Überzeugungsarbeit, aber es hat doch geklappt. Also hätten wir uns da nicht so massiv durchgesetzt auf beiden Seiten, hätte wahrscheinlich Equipment nicht da sein können, wo es jetzt ist. Einige Leute finden es wahrscheinlich eher dramatisch, wo wir jetzt sind, weil Tausende von Colorways rauskommen. Aber auf der anderen Seite ist damit Tür und Tor geöffnet worden, damit dann halt ein Sneakers and Stuff und wie sie alle heißen, dann auch einen Schuh machen können. Equipment machen können. Die Dinger sind echt gut gelaufen, waren super Release gewesen. Da waren auch im Winter, das war im Dezember oder Januar gewesen und da standen, glaube ich, 200 Leute vor der Tür bei Schnee und allem drum und dran. Schönes Ding. Nochmal New Balance. Wer ist das für einer? Der ist aus diesem Pack, was ich mit Being Hunted gemacht habe. Zwar gibt es diesen, wie ist das? Great Outdoors Pack, hieß das.
Und ich hatte den 575 SEW. Das ist sozusagen noch das Pre-Sample davon. Und zwar ist auf der einen Seite, also es ging um Berlin. Mhm. Der Jörg von Being Hunted hatte für München einen gemacht. Da ist dann auf der Seite dieses rote Checkered, was so typisch für ein barbarisches Muster ist. Mhm. Und ich habe halt für Berlin auf der einen Seite Flecktarn und auf der anderen Seite Strichtarn, also NVA-Strichtarn und Bundeswehr-Flecktarn. Und beides zusammen ergibt dann Berlin, das heißt Ost und West in einem Schuh vereint. Mhm. Und das halt mit einem Military-Ansatz. Und das Schwierige daran war halt, New Balance ist halt mit seinen Materialien nicht so einfach gewesen. Ich habe wirklich dieses Material in, wie sagt man, in Army-Shops zusammengekauft und habe es dann nach Flimby, also nach England geschickt, damit die das halt auf den Schuh auftragen können. Die finale Version hatte dann am Ende nur das Strichtarn drauf und nicht das Flecktarn. Schade. Die Geschichte gab es ja jetzt dann auch nochmal gerade kürzlich von Nike. Genau. Gab auch von. Guck mal hier, so ein Made in Germany Pack. Es gab dann nochmal so eine Box. Ja. Die Dinger sind halt wirklich dann Made in Germany. Was ich ganz geil fand. Nummeriert 17 von 20. Ich nehme immer die 17 meistens, weil. 17.02. Genau. Das war das Zen & Now Pack. Die Idee war gewesen, Vergangenheit und Gegenwart. Das ist ein Schuh aus der Gegenwart gewesen zu dem Zeitpunkt. Und das ist der AdiZero Aegis. Und dann halt dazu den alten Schuh, den Then. Das war dann der Equipment Support. In einem Doppelpack. Also das war schon eine geile Sache. Und hier oben dann noch ein bisschen Erklärung von 2011, das ganze Ding. Und da drauf dann Made in Germany. Mega gut. Ja, was haben wir noch hier? Vans. Ich glaube, wir haben echt, also wie man sieht, mit doch so einiges. Das war ganz geil gewesen mit Vans zusammen. Dann Old School. Das war zu der Zeit, wo alle Slip-Ons getragen haben. Das Geile ist, guck mal, selbst in der Kiste steht drin Soulbox Low Top Box. Und mit Soulbox Innenpapier dann noch so. Die Idee war jetzt gewesen, das ist jetzt so, glaube ich, wo ich mich vielleicht auf, also in der offiziellen Dings, da durfte ich das nicht benutzen. Wenn man jetzt hier auf diese Sohle guckt, was sieht man da für ein Motiv? Ich sehe eigentlich immer eine, ja, den Davidstern. Ja. Wieso, weshalb auch, warum? Das weiß ich jetzt nicht, warum da jetzt ein Davidstern drauf ist. Meine Idee war einfach gewesen, ich habe vielleicht ein bisschen zu philosophisch gedacht. Ich habe das obere, ist echt das Pali-Tuch. Mhm. Das war zu der Zeit halt auch so dieses typische Emo-Aussehen von einem Vans-Träger war gewesen. Pali-Tuch und Vans. Also habe ich echtes Pali-Tuch besorgt, habe das nach Amiland geschifft. Und die haben das dann umgesetzt. Das war halt nicht so einfach, weil dieses Pali-Tuch ziemlich dünn ist. Mhm. Mussten die das backen, also die mussten was hinterpacken, damit es halt ein bisschen dicker ist. Also, ja, ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Davidstern, Pali-Tuch, Friedenstaube. Das heißt, ich wollte halt so einen politisch korrekten Schuh haben. An dem Schuh ist auch kein Leder. Das war sozusagen nochmal, das ist hier nur Kunstleder. Das war im Prinzip so, ja, meine Hausaufgabe für den Weltfrieden vielleicht. Ich fand aber auch so, das passte halt auch sehr, sehr gut zu Vans, weil das halt so dieses typische Checkered-Muster ist, was ja auch so auf Vans Slip-Ons früher war. Ja, ich persönlich finde den echt gut. Davon gab es nur 60 Stück weltweit. Und es war halt auch eine Marke gewesen, die halt nicht typisch war für diese ganzen Collabs. Ich habe da hinten noch irgendwie was, glaube ich, was ganz Geiles. Das war ein geiles Becken. Ja, guck dich mal um. Das Ding hier ist geil. Als Packaging, das war so das beste All-Over-Packaging.